Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist soweit, meine Favoriten sind da. Diesen Monat ein bisschen später, mehr so in die Mitte des Monats gerutscht. Ja, irgendwie war der Februar ja nur 3 Tage oder 2 Tage kürzer als andere Monate. Gefühlt aber irgendwie eine Woche. Ich weiß nicht, eine Woche war ich ja verreist. Irgendwie war der Monat so kurz. Ich weiß nicht, kam es euch auch so vor. Und deswegen, ich hatte einige Dinge, die ich noch so weiter und gründlich testen wollte, ob die es auch wirklich verdient haben, in mein Favoritenvideo zu kommen. Und dafür habe ich aber so richtig gute Sachen heute für euch, kann ich euch gleich sagen. Also das ist so der Favorit meiner Favoritenvideos. Ich habe auch bunt gemischt alles. Beauty, Essen, Buch, alles durcheinander. Ich fange direkt mal mit dem Nagellack an, den ich drauf habe. Und das ist Really Red von Essie, unschwer zu erkennen. Und ich bin total auf diesen Nagellack abgefahren diesen Monat. Und es ist ein ganz, ganz klassisches, schönes, kühles Rot. Vor allem in Kombination mit Russian Red. Den habe ich jetzt eigentlich gar nicht als Favorit, aber den hatte ich eigentlich auch gerne diesen Monat drauf. Ja, Russian Red. Ich habe sowieso nur so ein The Body Needs Sample und nicht diesen Original-Lippenstift. Wäre aber einer, den ich mir im Original nachkaufen würde. Bei The Body Needs gibt es diese Lippenstifte nicht mehr, sondern nur noch so Pöttchen. Und deswegen bestelle ich da auch nicht mehr. Deswegen zeige ich euch den gar nicht erst, weil den gibt es so nicht mehr. Also ja, Russian Red von MAC. Auch ein Favorit von mir. Wenn ich so ein knalliges Rot in der Kamera anhabe und ich gucke lang genug drauf, vielleicht merkt ihr das, dann ziehe ich mir den Mundwinkel hier so hoch. Ach, Gesichtsakrobatik hier. Achtet nicht drauf. Wenn ihr fleißig meine letzten Make-up-Tutorials und Get Ready With Me's gesehen habt, da habe ich, glaube ich, jedes Mal so ziemlich in den letzten Wochen diese Foundation benutzt von Maybelline. Die Superstay Better Skin Hautperfektionierendes Make-up in Nude. Ob sie die Haut perfektioniert, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es euch aber empfehlen, falls ihr ein Make-up sucht, das leicht ist, eine leichte Deckkraft hat, so für jeden Tag. Es ist nur eben, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr decken wollt oder Rötung habt, die scheinen halt durch. Aber es gibt Make-ups, die decken, also die sind leicht von der Deckkraft. Aber ich finde, danach sieht das Gesicht eher fleckig aus. Und bei dem hier ist es wirklich so, dass er es hinkriegt, eine dünne, aber gleichmäßige Schicht aufs Gesicht aufzutragen. Und wie gesagt, der Tragekomfort ist sehr schön bei ihr. Sie hält auch sehr, sehr gut. Ich wollte euch fragen, meine Lieben, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfoundation? Was könnt ihr mir auf jeden Fall empfehlen, wo sagt ihr, ja, hundertprozentig, die gefällt mir. Sowohl Drogerie als auch High-End, weil ich habe einfach gemerkt, ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Monaten nicht so experimentiert, was Foundations angeht. Lieblingsfoundation, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich lese mir alle durch und wahrscheinlich seht ihr dann in einem der nächsten Hauls eure Empfehlung dann. Okay, da waren, glaube ich, auch viele gespannt. NARS Radiant Creamy Concealer heißt er. Warum haben die alle so einen langen Namen? Und den habe ich mir ja in Frankreich gekauft. Im Sephora, als ich da war und habe die Gunst der Stunde genutzt, weil NARS gibt es ja bei uns so nicht zu kaufen. Auf jeden Fall ist der super, super teuer, aber sehr, sehr gut. Ja, warum ist der so gut? Er ist, wie der Name schon sagt, cremig. Das heißt, er ist nicht so austrocknend unter der Hautpartie und nicht so cakey. Aber er ist schön deckend, er ist schön gleichmäßig. Trotzdem sieht er sehr natürlich aus und hält gut. Weil oft, wenn etwas zu cremig ist, dann kriegt es ja in die Fältchen und hält nicht so gut. Und ja, ich kann euch auch gerne, weil es schon sehr, sehr viele sehr oft angefragt haben, ein extra Augenringe-Abdeck-Video machen, weil da habe ich so meine Technik und meine Methode mittlerweile. Okay, und dann habe ich, denke ich, den für mich perfekten Eyeliner gefunden. Es ist zumindest der beste Eyeliner bisher. So, jetzt seid ihr gespannt, hä? Und zwar ist der von Ico. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Die hat mich mal angeschrieben, ob sie mir so ein Päckchen schicken können zum Testen. Das ist eine britische Marke und deswegen, die gibt es bei Douglas. Ich kann euch den dann auch unten verlinken. Das ist der Visual Eyes Liquid Eyeliner einfach. Ist eben einer mit so einer Filzstift-Spitze und ist flüssig innen drin. Und was ich vor allem schon mal cool finde, kennt ihr das, wenn ihr Eyeliner zieht und dann müsst ihr immer mal wieder so drücken, weil nichts mehr rauskommt. Also praktisch diese Flüssigkeit wieder reinpumpen. Und der hat es hier so im Deckel, dass das so eigentlich zu eng ist, aber das nachgibt. Das heißt, wenn ihr den Deckel zumacht, dann pumpt das einmal. Wisst ihr, was ich nicht meine? Also der pumpt es halt so wieder, sodass ihr das, wenn ihr hier so pumpt, direkt wieder verwenden könnt. Oder halt, wenn ihr anfangt, ihn zu benutzen, also ihr nehmt ihn raus und benutzen, dann ist der halt immer da. Er malt perfekt. Präzise, gleichmäßig, die Spitze ist halt messerscharf, kann man sagen. Also er ist halt wirklich einfach super präzise und schön dünn und er malt schön gleichmäßig. Und er ist auch noch wasserfest, er hält wirklich super, lässt sich aber auch leicht entfernen, falls man Patzer hat mit so einem Wattestäbchen. Also
Ich wüsste jetzt nicht, was ihn noch für mich besser machen würde. Vielleicht entdecke ich nochmal einen besseren Eyeliner, aber aktuell perfekter Eyeliner, außer Haken gibt es ja immer. Das ist jetzt die Farbe Marine. Also das ist ein Dunkelblau. Deswegen, ich werde mir den in Schwarz nachkaufen einfach, auch wenn der fast 20 Euro kostet. Aber dadurch, dass ich jetzt weiß, dass er so gut ist, ist das in Ordnung. Dann gehen wir über zur Pflege, meine Lieben. Und ich habe für meinen Körper benutzt das Garnier Schöne Hautöl. Und das ist die regenerierende Pflege, das Lilane. Da gibt es nämlich auch noch so ein Orangenes. Und das habe ich jetzt schon eine Weile gehabt, aber irgendwie haben mal angefangen und dann nicht weiter. Und dann habe ich es jetzt letztens wieder in meine Schublade so wiederentdeckt, kann man sagen, rausgeholt und benutze es jetzt jedes Mal nach dem Duschen. Das riecht einfach so, so, so gut. Da ist Granatapfel drin. Ich liebe diesen Duft. Also das ist so ein Anti-Age-straffendes. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt Anti-Age-straffend ist oder so, aber ich habe mir das damals halt wegen dem Duft einfach geholt. Zwischen den anderen Varianten fand ich das am besten. Es riecht sehr, sehr feminin, sehr, sehr schön warm. Also riecht mal dran, wenn ihr in der Drogerie seid. Falls ihr sehr trockene Haut habt, würde ich es euch nicht empfehlen, weil man denkt ja immer, oh, Öl, ja, ich habe trockene Haut, Öl ist immer mega, mega pflegend. Ist zumindest bei dem hier nicht so, deswegen finde ich es jetzt auf das Frühjahr hin ganz gut, weil es nicht eine zu fettige, zu reichhaltige Geschichte ist, obwohl es ein Öl ist. Aber falls ihr trockene Haut habt und jetzt denkt, ach cool, das Öl von der Vanilla, das kaufe ich mir auch. Ne, also ich finde, es ist jetzt, wenn ich jetzt trockene Stellen hatte, dann waren die einfach immer noch da. Die ganze Zeit. Also nach ein paar Stunden haben wir das wieder gesehen und deswegen ja ein leichtes Körperöl. Und zum Duschen habe ich sehr, sehr gerne verwendet von Hildegard Brautmann Citrus Orange Duschgel. Oder spiegelt jetzt ein bisschen. Vor allem nach dem Sport, weil das ist ganz gelig, das riecht nach Orangen und es ist so erfrischend und es tut einfach total gut, finde ich. Vor allem, wie gesagt, ne, auch morgens so zum Wachwerden und ja, ist eine leichte Geschichte, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Trocknet die Haut auch nicht so aus. Dann kommen wir zu meiner Kette. Vielleicht sieht man es bei dem Oberteil gar nicht so gut. Das habe ich jetzt nicht so geschickt gewählt, aber vielleicht seht ihr sie so. Die mag ich sehr, sehr gerne und viele von euch haben nach der gefragt. Die hat mir Olli geschenkt zum Valentinstag und seitdem trage ich die eigentlich fast jeden Tag. Weil so viele von euch danach gefragt haben, hat er mir verraten, wo die her ist und deswegen verlinke ich euch auch die in der Infobox, falls sie euch auch gefällt und ich liebe sie. Also ich wurde auch schon voll oft so darauf angesprochen. Und es ist einfach Roségold und es sind zwei kleine Herzen, die so ineinander sind. Und ja, total süß finde ich die. Die passt auch immer und wie gesagt, ich mag es einfach, dass die Roségold ist. Und natürlich, dass sie von meinem Freund ist. Ganz klar, wollte ich die auch nochmal zeigen, weil wie gesagt, viele wollten von euch wissen, wo ist die Kette her. Und weil ich sie einfach sehr, sehr oft anhabe und noch sehr oft anhaben werde in den Videos. Dann kommen wir zu Essen, Ernährung und zwar Tees. Zwei Tees, deswegen mache ich gerade so. Ich habe ja entgiftet diesen Monat und deswegen habe ich ja viel Tee getrunken in der Zeit und ich trinke die aber immer noch gerne und ich wollte sie euch in diesem Video empfehlen, weil ich mir die so nie gekauft hätte. Und zwar von Teekanne, so sieht schöner aus, Teekanne Harmonie für Körper und Seele Detox-Tee. Und dann habe ich mir noch von Bad Heilbrunner Basisch Vital genommen. Ja, das ist halt ein basischer Tee. Ich habe generell so ein Säure-Basen-Problem einfach schon seit Jahren. Was heißt Problem? Ich muss halt drauf achten, sagen wir so. Ich übersäuere halt schnell, aber das ist ein Thema für sich. Und wollte mir schon immer mal so einen basischen Tee holen. Aber für mich klang das immer wie, also ich habe mir das halt so vorgestellt, dass das wirklich wie diese ekligen Medizintees schmeckt, die man halt immer trinken musste, wenn man krank war oder so. Also halt einfach nicht gut. Und auch bei diesem Detox-Tee hätte ich auch gedacht, boah, der ist bestimmt so extrem kräuterig und schmeckt bestimmt gar nicht. Vor allem, ich sollte ja auch nicht süßen mit irgendwas und dann halt so dieser pure Tee. Und siehe da, die schmecken beide super. Deswegen trinke ich die auch immer noch. Also der Detox-Tee schmeckt toll. Er ist natürlich kräuterig, aber nicht so eklig kräuterig. Und eigentlich so ganz sanft und durch die Minze ist, glaube ich, nee, Brennnessel ist drin. Er ist so ganz leicht erfrischend. Ich trinke den super gerne morgens. Die größte Überraschung war der hier. Ich dachte so basischer Tee. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, als ob es nach nichts schmeckt. Und der schmeckt super gut. Der schmeckt so fruchtig sogar. Und nicht so eklig nach Früchtetee, sondern so sanft fruchtig. Also ich trinke meistens einen von dem und einen von dem anderen so jeden Tag. Und ja, jetzt habe ich viel drüber geredet. Ihr habt es kapiert, oder? Ich mag die Tees. Quinoa. Oh, eine Zuschauerin hat mir drunter geschrieben, man spricht es ganz anders. Ich bin fest davon ausgegangen, dass man Quinoa sagt. Und wie hat sie gesagt? Oh Mensch. Also ihr wisst, was ich meine. Ich spreche es jetzt erstmal Quinoa aus, weil es, glaube ich, auch geläufiger ist. Also sorry, falls es falsch ist.
habe ich diesen Monat, die letzten Wochen, ständig gegessen. Ja, bevor ich euch das jetzt einfach so erzähle, habe ich es schnell gegoogelt nochmal, was die Vorteile sind. Es ist halt sehr, sehr viel pflanzliches Eiweiß drin. Das ist so als Vegetarier immer ganz gut, ne? Wenn man so seine anderen Eiweißquellen hat. Viele essentielle Vitamine, Mineralien. Dann ist es noch ein guter Lieferant für Eisen, Magnesium, Phosphor, Kalium und B-Vitamin. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gesunde Sache. Ist ziemlich geschmacksneutral. Ihr könnt es mit Gemüsebrühe machen, dann hat es natürlich ein bisschen mehr Geschmack. Aber wie gesagt, ich mische das halt immer so mit meiner Gemüsepfanne und mache mir irgendwie so eine schöne Soße dazu. Könnt ihr am nächsten Tag auch schön kalt essen, einfach wie einen Salat. Ich habe den heute, ich sage, ich esse das zurzeit echt fast jeden Tag, ne? Ich habe den heute zum Beispiel, da habe ich mir so Tomaten rein, Schafskäse, Paprika, was hatte ich noch, Erbsen, dann habe ich das so schön gewürzt, ein bisschen Zitronensaft drüber, boom, bang, geiles Mittagessen. Eine Buchempfehlung für euch, und zwar vor allem, falls ihr so inspirierende Bücher mögt und sucht. Ich hatte es euch auch schon Instagrammt, und zwar muss ich aber vorher sagen, lasst euch bitte nicht von diesem Titel abschrecken, weil ich finde jetzt nicht so, ich finde der Titel ist lame und es sieht auch lame aus. Also von Richard Carlson, ich traue mich gar nicht so auszusprechen, 100 Regeln für ein gutes Leben. Also ja, ich finde es echt schnarchig, es ist einfach schlecht übersetzt. Ich kannte das aus dem Englischen, dort heißt es einfach Don't Sweat the Small Stuff. Und habe es mir dann halt damals im Deutschen geholt, schon vor vielen, vielen Jahren. Es ist wirklich sehr, sehr gut und ich kann es euch ans Herz legen. Worum geht's? Es sind eben 100 kleinere Kapitel, daher auch der Titel, wo es einfach so allgemein drum geht. Also der Autor erzählt so ein bisschen aus seiner Erfahrung und seinem Leben und vielen Situationen. Und es ist so ein bisschen halt philosophisch. Und es geht einfach im Grunde drum, gelassener zu sein, mit Stresssituationen besser umzugehen. Auch viel so Zwischenmenschliches, also wie man auch zwischenmenschlich besser klarkommt und worauf es wirklich im Leben ankommt. Also weil oft regt man sich ja über Kleinigkeiten auf oder malt sich das irgendwie alles immer viel größer, als es ist in seinem eigenen Kopf. Und ich glaube, das machen wir alle ab und zu. Es liest sich einfach sehr schön durch. Ich nehme mir halt leider wirklich oft die Zeit zum Lesen nicht. Ich habe es jetzt mit dem so gemacht, dass ich jetzt seit einigen Tagen sage, okay, ich lese jeden Tag so circa 2 Kapitel, manchmal ein bisschen mehr, weil das halt wirklich 5 bis 10 Minuten alt sind, wo ich einfach mir sage, die Zeit habe ich ja und lese dann eben 2 Sachen. Und das Schöne ist, dass das sowieso Sachen sind, wo man halt drüber dann später so ein bisschen nachdenken kann einfach. Vor allem morgens, wenn ihr das morgens so am Frühstückstisch lest, dann seid ihr irgendwie so für den Tag so positiv gestimmt schon mal. Und dann habt ihr den Tag schon so mit einer positiven Einstellung angefangen. Und ja, kann ich euch empfehlen. Okay, es sind nur noch 2 Sachen versprochen. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Favoriten diesen Monat gehabt. Und zwar Songs wollte ich euch auch erzählen, was ich gerade so gerne höre. Und zwar richtig oldschool. Und das ist für mich so meine Teenagerzeit. Ich höre zurzeit wieder Aaliyah. Ich liebe Aaliyah. Vielleicht kennt es die ganz Jungen unter euch nicht einmal. Das ist eine sehr schöne Frau gewesen. Sie ist leider verstorben, jungen Jahres. Ich war untröstlich damals. Ich war so einfach. Also ich bin immer noch Fan. Aber es war schon so, dass ich so die Poster im Zimmer hatte und alles. Und ich werde schon traurig, wenn ich dran denke. Die Musik bleibt ja immer. Das ist ja das Schöne dran. Und ich kann es mir heute noch anhören. Ich verlinke euch die Playlist. Hör das zurzeit rauf und runter den ganzen Tag. Morgens, mittags, abends. Und ja, Aaliyah, Aaliyah, Aaliyah. Und ich kann immer noch alles auswendig. Und meine 2 Lieblingssongs sind Try Again. Ach Gott, bin ich auf Try Again. Aber ich glaube, ich habe damals sogar den Tanz gelernt oder so. Ich bin abgegangen auf dieses Lied. Das war aus dem Film Romeo Must Die. In dem, das kennt wahrscheinlich die meisten von euch. Ich denke so, was erzählt die da? Egal, googelt's. Googelt's. Sie ist richtig, richtig cool. Und auch sehr, 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 sehr hübsch. Und ja. Und das zweite ist More Than a Woman. Das ist meines Wissens das letzte Lied, das rauskam, weil das kam noch nach ihrem Tod raus. Und es ist so, so, so schön. Das ist meine Nummer 1 dann auch ausgerichtet. Oh, oh, oh. Und nicht Try Again. Try Again ist Platz 3 bei mir. Oh, wie heißt das andere? Da, wo sie so mit diesen Schlangen, dieses Schlangenvideo. We Need a Resolution. Natürlich. Ja. Und Nummer 2 Lieblingssong von Taylor Swift, Style. Liebe ich. Aber, also ich mag den Song von ihr sehr gerne, aber ich mag eigentlich noch mehr die Cover-Version, die es auf YouTube gibt. Und es gibt eins, da ist auch so ein süßes Video dazu gemacht worden, das ist so gezeichnet mit so Strichmännchen und so, also voll goldig. Und das verlinke ich euch auch unten, dann könnt ihr da mal reinhören und euch das anschauen. Und ich hoffe, da waren gute Favoriten für euch dabei. Falls ihr Empfehlungen habt, wie immer, in die Kommentare rein, freue ich mich sehr drauf. Und schaut in mein letztes Video, das war ein Schuhhaul und da habe ich sehr viele
schöne, trendige Schuhe neu gekauft und euch präsentiert. Da ist auch für jeden Geschmack. Also ich habe Sneaker, ich habe High Heels, ich habe Stiefeletten, ich habe alles. Ich bin ein bisschen durchgedreht, was das Schuhe kaufen angeht. Und ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, wie immer, diesen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.